Yes, richtig gut. Ich freue mich sehr, nach der Sommerpause wieder hier zu sein. Und Sommerpause heißt ja auch meistens Urlaubszeit. Und ich weiß nicht, wer von euch alles im Urlaub war. Wir waren dieses Jahr im Urlaub, allerdings mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise wie sonst. Ich bin ehrlich gesagt eher so der Sommertyp. Ich fahre gerne dahin, wo die Sonne scheint, wo es warm ist. Aber dieses Jahr haben wir uns dazu entschieden, in den Norden zu fahren, nach Norwegen. Und obwohl wir es tatsächlich wussten, dass es da eben nicht so schön warm ist und auch nicht so schön sonnig ist wie im Süden, war es für mich am Anfang eine richtige Herausforderung, damit klarzukommen, dass hier bei uns zu Hause 30 Grad sind und wir oben in Norwegen bei 15 Grad vor dem Feuer saßen und teilweise echt gefroren haben. Und ich weiß nicht, wie oft wir unseren Wetterbericht und den Regenradar gecheckt haben und wir echt so ein bisschen gerade die ersten Tage nervös und auch angespannt waren, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass die Norweger irgendwie überhaupt nicht beeindruckt sind von dem für uns schlechten Wetter. Und dann bin ich tatsächlich auf einen ganz interessanten Fact gestoßen über die Norweger, nämlich, dass die Norweger sagen, bei uns gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur Wetter. Und ich muss ehrlich sagen, diese Aussage, die hat mich dann irgendwie zum Nachdenken gebracht und ich dachte mir, ja, da ist echt was dran. Mit dieser Einstellung sind die Norweger letztendlich da oben, glaube ich, ziemlich glücklich, weil sie sich von Regen und Kälte und all dem nicht stressen lassen, während wir 50 Mal unseren Regenradar checken. Und da habe ich mir so gedacht, hey, das ist schon irgendwie, können wir auch so auf unser gesamtes Leben übertragen. Ne? Ich weiß nicht, wir haben zwar keinen Einfluss drauf, wie das Wetter ist oder wie unsere Umstände sind, aber wir haben Einfluss drauf, auf was wir unseren Fokus legen und ob wir uns davon eben ja, stressen lassen oder eben nicht. Und aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschieden, nach der Sommerpause gleich in eine Predigtserie zum Thema Gebet zu starten, weil es uns so wichtig ist, da wirklich einen Fokus drauf zu legen und wirklich auch dem nachzugehen, wozu Paulus ja, die Gemeinde damals, aber uns auch heute letztendlich auffordert. Und letzte Woche sind wir schon eingestiegen in den ersten Teil. Gabriel hat dazu gepredigt, es war eine richtig starke Predigt. Und für all diejenigen, die noch nicht da waren und auch für uns anderen zur Wiederholung, möchte ich nochmal so ein paar Punkte davon aufgreifen. Es ging um Gebet als unsere Verantwortung und da heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 1, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Diese Aufforderung bzw. Ermutigung, die schreibt Paulus an Timotheus, der genauso wie wir damals sehr beschäftigt war, der viele Aufgaben hatte, der viel Verantwortung hatte. Und Paulus will damit klar machen, worauf er und wir als ganze Gemeinde oder auch Timotheus in dem Fall für seine Gemeinde den Fokus legen soll, nämlich auf Gebet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Leben ist auch ziemlich voll und ich glaube, wir sind immer in dieser Herausforderung, richtig Prioritäten zu setzen und das letztendlich auch zum Wichtigsten in unserem Leben zu machen. Persönlich, aber auch natürlich als Gemeinde. Wenn also Gebet das Eigentliche, das Wichtigste und auch das Erste ist, was wir tun sollten, dann stellt sich mir zum einen die Frage, warum wir das doch oft nicht machen bzw. darauf nicht unbedingt Priorität legen und zum anderen auch, wie wir dieser Aufforderung von Paulus, wie wir dieser nachgehen können und wirklich auch dahin kommen, dass Gebet in unserem Leben eine größere Rolle spielt. Und dazu will ich nochmal zwei Punkte auch von letzter Woche aufgreifen. Ich glaube, zum einen ist es tatsächlich unser eigener Stolz, der uns davon abhält, ja wirklich ein intensives Gebetsleben zu führen, weil so wie es Gabriel schon letzte Woche gesagt hat, ich glaube, manchmal, und das ist auch sehr unbewusst, meinen wir, dass wir im Leben auch ganz gut letztendlich selber klarkommen und dass wir Gott bzw. seine Gnade und seine Gemeinschaft eigentlich gar nicht so sehr brauchen und das schon auch irgendwie alleine hinbekommen. Und zum anderen ist es aber auch, glaube ich, oft diese Lüge, dass unser Gebet vielleicht
ja für uns gar nichts bringt, beziehungsweise wir so das Gefühl haben, hey Gott, er hört doch sowieso nicht meine Gebete. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, wir sind dabei oft sehr damit beschäftigt, so ein bisschen, ja, da auf uns zu schauen und mit dem natürlichen Auge zu schauen, was wir gerade brauchen, was unsere Bedürfnisse sind. Und wir haben gar nicht so sehr die Perspektive von Gott und seinen Willen und auch seine Pläne, die er hat für uns persönlich, aber auch für uns Menschen im Blick. Und dann schauen wir aber hin, weil als Jesus mit den Jüngern unterwegs ist, da fragen sie eben ihn, hey Jesus, wie können wir denn beten? Wie können wir beten, dass wir diese Perspektive von dir, diese göttliche Perspektive bekommen? Und auf diese Frage antwortet Jesus mit dem Vaterunser. Und für uns ist dieses Vaterunser so ein bisschen so einem Gebet geworden, was man auswendig lernt und was man gemeinsam betet. Und es ist auch richtig gut, es ist richtig stark und kraftvoll. Aber ich glaube, es ist viel mehr ein Modell dafür, uns zu zeigen, worum es wirklich geht. Nämlich nicht um uns zuerst, sondern wirklich um Gott, um sein Reich, um sein Wirken, um ihn als Person. Er ist unser Vater und er ist aber auch allgegenwärtig. Er ist der König und es geht letztendlich darum, dass sich sein Reich hier in unserer Mitte ausbreitet. Und ein Pastor, Eugene Peterson, hat dazu Folgendes gesagt: Gott passt nicht in unsere Pläne, wir müssen in seine passen. Wir können Gott nicht benutzen, er ist kein Werkzeug, kein Instrument und auch keine Kreditkarte. Ich finde dieses Zitat von ihm richtig krass und es hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, meine Motivation zu beten ist doch oft letztendlich eine, ja, egoistische, beziehungsweise eine, wo ich mir daraus etwas erhoffe, dass ich hoffe, dass sich etwas zugunsten für mich letztendlich erfüllt, dass Dinge passieren, wie ich sie gerne hätte oder wie sie letztendlich so in meinen Vorstellungen sind. Und das selbst sogar, wenn es gar nicht um mich geht, sondern vielleicht um andere Menschen, wenn ich für meine Kinder bete oder für mein Umfeld. Es ist oft doch so ein bisschen aus dieser persönlichen Motivation herausgestaltet, dass doch Gott bitte meine Pläne und meine Wünsche umsetzt. Aber so ist es eben nicht mit Gott. Er ist eben keine Kreditkarte, die wir einfach so verwenden können, wie wir sie brauchen, oder auch kein Instrument, sondern er ist und bleibt Gott und er steht einfach über allem. Drei Punkte, die uns dabei helfen, ein aktives Gebetsleben zu leben, sind zum einen, dass wir wirklich Gebetsroutinen in unserem Leben entwickeln. Und da hat Gabriel auch gesagt oder uns ermutigt, die müssen nicht lang sein, aber sie müssen regelmäßig sein. Etwas, was wir immer und immer wieder tun. Zum anderen auch, dass wir Gebetspartner haben, Menschen, mit denen wir gemeinsam beten. Ich treffe mich seit einem Jahr mit einer Freundin hier immer montags von 9 bis 10 Uhr zum Beten im Freiraum. Und ich sag's euch ganz ehrlich, die Zeit ist nicht immer optimal und ich habe ehrlich gesagt nicht immer groß Lust und auch nicht immer die Zeit, da mich in den Freiraum zu begeben, aber es ist so gut, wenn man diesen festen Termin im Kalender stehen hat und einfach diese Zeit dann auch nimmt und wir haben einfach so eine starke Gemeinschaft immer in dieser Stunde, also Ermutigung da auch an euch. Und das Dritte ist, dass wir ja einfach letztendlich auch unser Gebetsleben ausgewogen gestalten, dass wir nicht nur mit unseren Bitten und unserem Flehen vor Gott kommen, sondern dass wir ihm auch Danke sagen, dass wir einfach in seiner Gegenwart sind und ihn als Gott, als herrlichen Herrscher wahrnehmen und anerkennen. Ja, nachdem wir uns jetzt die Frage gestellt haben, warum wir nicht so oft beten, wie wir sollten, beziehungsweise Gebet vielleicht nicht so als die Priorität in unserem Leben haben, wie uns Paulus hier dazu auffordert, möchte ich jetzt den zweiten Teil heute mit der Frage starten, warum betest du? Und dazu habe ich eine kleine Slido-Umfrage, wo ihr euch jetzt gleich mal alle mit eurem Handy anmelden könnt. Jeder, der sein Handy dabei hat, darf das gern mal kurz zücken. Ah, super, genau, da ist auch schon der QR-Code, den dürft ihr gerne abscannen und dann mal so schnell, wie ihr es könnt, eingeben, warum ihr betet. Ihr müsst keinen Namen angeben, sondern ihr dürft ganz ehrlich antworten und einfach mal raushauen, was ihr denkt.
Ah, super, da kommen schon die ersten Sachen. Also Dankbarkeit ist dabei, Fürbitte, Verzweiflung, ja, ganz viele Anliegen, Gemeinschaft mit Gott in Kontakt kommen, mit ihm reden, Sorgen. Weil ich weiß, dass Gott mir zuhört und mich ernst nimmt. Oh, Stabilität, das ist auch ein guter Punkt. Gutes Gefühl zur eigenen Auferbauung, Beziehung mit Gott. Auch wieder einige Anliegen. Ja, ist richtig gut, voll stark. Danke für eure ehrlichen Antworten. Ich finde, es ist eine gute Frage, sich die immer mal wieder selber zu stellen. Warum bete ich eigentlich? Und ich habe mir diese Frage auch gestellt. Und weil Gabi sagt, ja, das kann auch ein Punkt sein, weil wir dazu aufgefordert werden. Das ist sehr ehrlich, genau, ihr dürft gerne noch ein paar Antworten eingeben. Ich habe mir dann auf jeden Fall die Frage gestellt, beziehungsweise bin bei der Frage gelandet, warum Jesus eigentlich gebetet hat. Er war ja selber Gott, er war der Sohn von Gott und da stellt sich doch schon die Frage, warum musste Jesus eigentlich beten? Warum hat er gebetet? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann werden wir schnell merken und entdecken, dass Jesu Leben so durchtränkt war von Gebet. Also er hat immer wieder Orte gesucht, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, um eben zu beten. Und genau das ist der Grund, warum Jesus so ein aktives Gebetsleben hatte, weil er mit dem Vater verbunden sein wollte. Er wollte diese innige Gemeinschaft mit dem Vater haben, obwohl er selber ja Gott war, obwohl er selber der Sohn Gott war. Und deswegen sagt er auch über sich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das finde ich richtig krass. Also obwohl er selber der Sohn Gottes, also Gott war, sagt er hier, ich kann nichts tun aus mir heraus, sondern ich brauche diese Verbundenheit mit dem Vater. Und das war sein allerwichtigstes Ziel, in dieser ständigen Verbundenheit und Gemeinschaft und Einheit mit dem Vater zu sein. Und er handelte auch nur aus dieser Verbundenheit heraus. Denn obwohl Jesus Gott war, obwohl er der Sohn Gottes war, war er genauso Mensch und er war sich seiner Begrenztheit und auch seiner Bedürftigkeit bewusst und er wusste, ich brauche die Weisung und die Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes. Und wenn Jesus das schon brauchte, obwohl er der Sohn Gottes war, wie viel mehr brauchen wir das dann? Wie viel mehr brauchen wir diese Weisung, diese Gemeinschaft und die Gegenwart mit dem Vater? Und in Johannes 15, Vers 5, da heißt es letztendlich auch für uns, hey, ihr könnt nichts aus euch heraus tun. Ihr müsst mit mir, mit dem Vater, mit dem Sohn verbunden sein, weil ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ja, das ist spannend, weil wir tun ja doch so oft Dinge ohne Jesus. Die Frage ist dann nur, was dann letztendlich für eine Frucht dabei hervorkommt, beziehungsweise was davon auch wirklich bleibt. Das erste und wichtigste Ziel unseres Gebetslebens ist also nicht Gebetserhörungen, sondern es ist die Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott. Weil Gebet eben kein Werkzeug ist, um den Willen des Vaters zu beeinflussen oder sogar zu ändern, sondern es ist ein Indikator dafür, dass wir uns seinem Willen unterordnen und in völliger Abhängigkeit zu ihm leben wollen. Gebet verändert also nicht Gott und es verändert auch nicht den anderen, sondern es verändert zuallererst mich selbst. Und genau das ist die Arbeit des Gebets, von der Oswald Chambers, den Gabriel auch schon letzte Woche zitiert hat, spricht. Der sagt, viele meinen, Beten sei die Vorbereitung für die Arbeit. Aber in Wirklichkeit ist Beten die eigentliche Arbeit.
Ich glaube, es bedeutet, dass Gebet diese dauerhafte Bereitschaft von uns ist, uns von Gott verändern, heilen und retten zu lassen. Und das nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern immer. Die ganze Zeit, dass wir uns immer dessen bewusst sind, hey, wir sind bedürftig, wir brauchen täglich die Gnade und Vergebung Gottes und wir sind auf ihn und seine Gegenwart angewiesen. Aber ich frage mich, ob wir uns dessen wirklich immer so bewusst sind. Und ohne zu wissen, wie dein persönliches Gebetsleben gerade aussieht, möchte ich euch die Frage stellen, wie viel Raum und Zeit gibst du dem Heiligen Geist in deinen Gebetszeiten, dich zu überführen und dir deine blinden Flecken bzw. auch deine verborgene Schuld aufzuzeigen? Ich glaube, dass es einer der größten Trugschlüsse ist, der wir als Christen auflaufen, dass wir meinen, wenn wir reife Christen sind, dass wir dann weniger Buße und Gnade und Vergebung brauchen. Ich glaube aber, geistliche Reife ist genau das Gegenteil. Es bedeutet, dass wir erkennen, ich brauche ständig und immer die Gnade und die Vergebung Gottes. Und ich bin letztendlich immer, so wie auch der Sohn Gottes bedürftig war, ich bin bedürftig und ich brauche einfach den Vater, um vollkommen zu sein. Und ich glaube, deshalb bedeutet geistliche Reife eben nicht, dass wir meinen, ach nee, das brauchen wir nicht, wir müssen nicht um Vergebung bitten, läuft ja sowieso alles gut, sondern dass wir uns eben immer der Gegenwart Gottes aussetzen, dass wir immer bereit sind, dass er ja zu uns sprechen darf, dass er uns überführen darf und dass er uns eben genau das zeigen darf, was in unserem Leben ja nicht seinem Willen entspricht. Und ich glaube, je öfter wir das tun, beziehungsweise je bewusster wir uns sind, umso tiefer kann uns auch Gott da hineinführen und letztendlich uns dann wirklich auch ja, uns frei machen, uns heiligen und uns letztendlich auch retten. Und das ist genau eben diese Arbeit, um die es letztendlich geht. Das ist nichts mal, was man mal so ein bisschen macht und dann ist dieser Prozess abgeschlossen, sondern es ist ein dauerhafter Prozess, in dem wir uns befinden. Weil Gott, er sucht keine Menschen, die ohne Fehler sind und die sich geistlich total reif fühlen und meinen so, hey, ich bin ein super guter Christ, sondern er sucht Menschen, die gerade dann, wenn sie ja gefallen sind oder gerade dann, wenn sie merken so, wow, ich schaffe das einfach überhaupt nicht aus meiner Kraft heraus und ich bin bedürftig, ich bin fehlerhaft, dass sie dann die Gemeinschaft mit Gott suchen, dass sie dann zu Gott rennen und sagen, Gott, ich brauche dich so sehr und dann werden wir Heilung und Rettung erfahren. Und ein Vorbild darin ist uns König David. Er wird ja in der Bibel als der Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Und die Frage ist ja, was machte König David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes? Und es war sicherlich nicht sein sündfreies Leben, sondern ich glaube, es war die Bereitschaft, nichts vor Gott zurückzuhalten und wirklich immer wieder neu seine Heilung und seine ja, Gnade und Vergebung und Errettung zu empfangen. Und das nicht nur, wenn er offensichtlich Schuld begangen hat, beziehungsweise so diese offensichtlichen Fehltritte, von denen wir auch alle aus der Bibel kennen, sondern ständig und immer, das sagt er im Psalm 19, Vers 13, wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib mir auch die verborgene Schuld. Wow, was für ein starkes Gebet von David. Wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib mir auch die verborgene Schuld. Und die ganzen Psalmen sind letztendlich voll mit genau dieser Herzenshaltung, wo David erkennt, ja, ich bin schuldig, ich habe Schuld in meinem Leben, offensichtliche Schuld, aber auch verborgene Schuld. Und genau damit geht er immer wieder zu Gott und bittet, dass Gott ja ihn letztendlich ja in seiner großen Gnade diese Schuld vergibt und ihn davon frei macht. Auch ein Psalm, den wir alle kennen, in Psalm 139, wo er sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Und David, er ist uns ein Vorbild im Gebet,
weil er verstanden hat, worum es eben im Gebet geht, weil er wusste, ich bin fehlerhaft und ich brauche eben diese ständige Vergebung Gottes. Und er hielt seine Sünde nicht zurück, sondern er hat seine Sünde vor Gott offengelegt und er hat alles vor ihn hingelegt. Und ich glaube, genauso sollte auch für uns Buße ja nicht kein nettes Add-on sein oder etwas sein, was wir nur dann tun, wenn wir meinen, wir haben das jetzt gerade irgendwie nötig, weil uns da was offensichtlich ist, sondern ich glaube, es sollte ja ein ganz großer Bestandteil unseres Gebetslebens sein. Und ich würde sogar sagen, es ist der Kern und die Grundlage für unsere Beziehung mit Gott. Und es besteht nämlich auch ein ganz klarer Zusammenhang zwischen dem, dass wir Buße tun, dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen und ja, unserem Gebetsleben, wie sich das eben auch auf das, wie Gott unsere Gebete, wie er sie nimmt, wie sich das auswirkt. Und das lesen wir in 2. Chronik im Kapitel 7, Vers 14, wo es heißt, und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was für ein starker Vers, was für eine starke Zusage Gottes, dass er uns vergeben möchte, dass er uns hören möchte und dass er uns heilen möchte. Aber es ist eben daran geknüpft, dass wir uns demütigen, dass wir umkehren, dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen und dass wir eben seine Gegenwart suchen. Und ich glaube wirklich, wenn wir das anfangen in unserem Leben, wenn wir Gottes Gegenwart suchen und uns dessen bewusst sind, dann werden wir ein viel größeres Bewusstsein zum einen über ihn bekommen, über Gott und seine Gegenwart und gleichzeitig auch darüber, wie sehr wir seine Vergebung brauchen und wie sehr wir letztendlich abhängig sind von ihm. Und Buße ist etwas, das kann nicht theoretisch bleiben, sondern das muss praktisch werden. Wir müssen das einfach praktisch tun. Und deshalb möchte ich euch kurz eine Möglichkeit vorstellen, wie ihr Buße in eurem geistlichen Leben, in eurem Gebetsleben ganz praktisch umsetzen und trainieren könnt. Ich habe diese Vorlage aus einem Buch, das heißt Lead with Prayer. Und in diesem Buch erzählen einflussreiche und starke Leiter und Pastoren von ihren geistlichen Gewohnheiten und teilen das eben so, wie das bei ihnen ausschaut. Und eine Gewohnheit ist eben diese, dass sie sagen, wann immer ich ins Gebet gehe, tue ich eben diesen Akt der Buße vor Gott. Und das Erste, was wir tun sollen, wenn wir vor Gott kommen, ist, dass wir ihm einfach danken. Dass wir ihm danken für die Gnade und Gunst, die er uns schon in unserem Leben geschenkt hat. So wie Gabriel vorhin schon gesagt hat, wir sind oft damit ja, beschäftigt, ihn zu bitten und zu flehen und vergessen dabei oft, dass wir so viel Grund haben, ihm Danke zu sagen. Und deswegen ist es so das Erste, was wir tun sollen. Das Zweite ist, dass du den Heiligen Geist bittest, dass du deine Schuld erkennen kannst. So das, was David auch in diesem Psalm gesagt hat, es geht nicht um diese offensichtliche Schuld, wo dir gleich bewusst ist, ah ja, da habe ich mich falsch verhalten, da habe ich falsch gedacht, sondern es sind auch diese Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind, wo wir vielleicht denken, wir sind richtig, aber es ist eigentlich ein Fehlverhalten oder nicht das, wo wir mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Und dann nimmst du dir einfach kurz Zeit, deinen Tag, weil es ist eben etwas, was wir täglich tun sollen, oder deine Woche zu reflektieren und diesen Tag durchzugehen von morgens, dem Moment, wo du aufstehst, bis zu dem Moment, wo du das tust und zu überlegen, in welchen Momenten ja, war ich mit Gott verbunden, wo habe ich seine Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm erlebt. Aber wo waren auch Momente, wo ich Gott fern war, wo ich seine Gegenwart eben nicht gespürt habe, wo ich nicht in seinem Willen gelaufen bin? Und das gehst du einfach mal so gedanklich durch. Was waren das so deine Gedanken? Was waren deine Taten? Was waren deine Worte? Und dann lässt du dir vom Heiligen Geist eben genau diese Punkte zeigen, wo du merkst, oh, da war ich eben nicht in der Gegenwart Gottes, da war ich nicht im Willen des Vaters unterwegs.
Und dann bleiben wir aber nicht dabei stehen. Wir bleiben nicht stehen in irgendeiner Verdammnis oder so, sondern in diesem Moment dürfen wir Gott um Vergebung bitten und sagen, hey Gott, bitte vergib mir das. Vergib mir, wo ich nicht in deinem Willen war. Vergib mir, wo ich nicht mit dir verbunden war. Und dann darfst du die Gnade und die Vergebung Gottes empfangen. Und ich glaube, das Coole ist, je öfter wir das tun, umso mehr werden wir auch den Fokus darauf legen, dass wenn wir in Zukunft vielleicht in eine ähnliche Versuchung oder eine ähnliche Situation kommen, dass wir uns dann da anders verhalten können. Nicht, weil wir das jetzt aus uns heraus tun, sondern weil wir merken, wow, da ist Gott da, da ist er da mit seiner Gegenwart und er hilft uns, uns anders zu verhalten, weil er uns eben verändern möchte. Gebet ist also keine religiöse Praxis, die uns irgendwie selbstgefällig macht oder uns das Gefühl gibt, dass wir gute Christen sind, sondern ich glaube, Gebet soll uns zuallererst demütig machen und unsere Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dem Vater und nach einem geheiligten, abgesonderten Leben immer mehr werden lassen. Das ist der Kern und das Ziel unseres Gebetslebens. Und ich möchte dich deshalb ermutigen, dass du mal ganz ehrlich zu dir selber wirst und dein Gebetsleben ja, mit diesem Aspekt so ein bisschen reflektierst und auch überlegst, so, hey, welche neuen Gewohnheiten kannst du ja, in dein Gebetsleben einbauen? Was kannst du vielleicht verändern? Was kannst du anders machen, um da auch ja, in deinem Denken, in deinem Umgang mit Gebet ja wirklich auch was Neues zu erleben? Und wir wollen das auch in unseren Tagen des Gebets tun, unsere Gebetswoche, die übernächste Woche stattfinden wird. Wir wollen uns da ganz praktisch auch Zeit nehmen, um verschiedene Formen des Gebets auch miteinander umzusetzen, auch in dieses Thema Buße und Vergebung hier hineinzugehen. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen herausfordernd sein. Es ist vielleicht auch ein bisschen ungewohnt, aber ich bin mir sicher, dass uns das persönlich, aber auch als ganze Gemeinde verändern wird, wenn wir anfangen, wirklich das ja in unser Gebetsleben mit einzubauen und diese Herzenshaltung zu entwickeln. Weil Gott, er braucht oder möchte keine Gemeinde, die ohne Sünde ist, das werden wir sowieso nicht schaffen, aber er wünscht sich eine Gemeinde, die sich ihrer Bedürftigkeit und auch ihrer Fehlerhaftigkeit bewusst ist und bereit ist, ja, das alles vor Gott offen zu legen und darin letztendlich Heilung und Befreiung und Errettung zu empfangen und auch diese Bereitschaft, einander, voreinander uns Schuld zu bekennen. Und ich weiß, es ist für viele so ein Ding, die dann sagen, so ja, da passiert dann aber irgendwie geistlicher Missbrauch oder dann passieren Dinge, die ich gar nicht will. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn Gott uns da liebevoll hineinführt, dass jeder von uns diese Herzenseinstellung hat, hey, ich bin bedürftig, ich mache Fehler, dass das was Heilendes ist und nicht etwas ist, was uns ja negativ aufstößt, sondern etwas, was uns positiv verändert. Und ich hatte in der Vorbereitung, hatte ich so das Bild von dem Kehrbesen und ich glaube, Buße ist so ein bisschen der Kehrbesen Gottes, der ja letztendlich ja den ganzen Dreck, der sich so über den Tag ansammelt, der den so wegwischt und ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, bei mir zu Hause ist, am Ende des Tages hat sich ziemlich viel Dreck angesammelt und ich muss mindestens einmal am Tag kehren und das ist, glaube ich, genauso das, je öfter wir diesen Kehrbesen Gottes in unserem Leben oder auch als Gemeinde anwenden, umso ja, schneller kriegen wir diesen Schmutz auch wieder raus. Und wenn wir mal eine Woche lang nicht kehren, weiß ich nicht, wie dann unser Zuhause aussehen würde, aber dann sammelt sich so viel mehr Schmutz und Dreck an. Und ich glaube, das ist so diese Einladung Gottes, dass er sagt, so hey, wendet öfters diesen Kehrbesen an. Er steht da für dich, du kannst ihn gebrauchen und ich möchte dein Leben, ich möchte es sauber machen, ich möchte es heiligen, ich möchte es reinigen und ja, es soll ein Wohlgeruch, eine Schönheit für mich sein. Und ich glaube eben, wenn wir ja das in unserem Gebetsleben anwenden, dann werden wir ein demütiges und auch ein freies Herz haben, eben ein freies Herz von eigener Schuld. Und mit diesem freien Herzen wird es uns auch leichter fallen, anderen zu vergeben. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir anderen Menschen vergeben, weil
das hat auch wiederum Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Und dazu wollen wir jetzt mal noch in den zweiten Teil vom Vater Unser reingehen und da jetzt heute den Fokus drauf legen. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen in Matthäus 6 ab Vers 11. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Drei zentrale Erkenntnisse, die ich aus diesem Teil des Vaterunsers euch mitgeben möchte. Das ist der erste Punkt, hatten wir jetzt ja auch schon. Wir sind bedürftig und wir brauchen die Versorgung Gottes. Dieses tägliche Brot von Gott. Wir sind bedürftig, wir brauchen dieses tägliche Brot im Natürlichen, aber auch im Geistlichen, beides. Das zweite ist, wir brauchen Vergebung, haben wir jetzt gehört und gelernt. Und das dritte ist aber, wir müssen anderen vergeben. Das Interessante ist, im Matthäus-Evangelium, da endet das Vaterunser auch genau mit diesem Teil. Also da geht es nicht noch weiter, sondern es endet an dieser Stelle. Und nahtlos daran lesen wir dann in Vers 14 Folgendes. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euch euer Vater auch nicht vergeben. Im Markus-Evangelium wird Vergebung sogar noch, geht es noch einen Schritt weiter, es wird in direkten Zusammenhang mit unserem Gebetsleben gebracht, wo es heißt, doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Wenn wir also nicht bereit sind zu vergeben, hat es ziemlich krasse Auswirkungen und Konsequenzen auf unser eigenes Leben und auch auf unser Gebetsleben. In 1. Johannes 4,20, da heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Ich finde es echt krass, dass Jesus das so oft erwähnt. Ich glaube, es war ihm wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, dass auch wir dann keine Vergebung empfangen können und dass wir dadurch eben nicht mit dem Vater verbunden sein können, dass wir dadurch uns letztendlich in Ungehorsam begeben, dass wir uns damit aus seiner Gegenwart rausbewegen und nicht mehr im Willen des Vaters unterwegs sind. Unsere Unvergebenheit anderen Menschen gegenüber, sie trennt uns von der Gemeinschaft mit Gott und sie lässt uns eben nicht das erleben, was wir in der Gemeinschaft mit dem Vater erleben können und auch sollen. Und lasst uns nochmal dran denken, was Jesus gesagt hat, ohne den Vater, ohne die Gemeinschaft mit ihm können wir nichts tun. Das bedeutet also auch, dass all das, was wir dann vor Gott bringen im Gebet, unsere persönlichen Gebetsanliegen, die ja vielleicht auf den ersten Blick sehr heilig sind, aber im zweiten Punkt eigentlich alles andere als das, dass sie bei Gott, sie kommen zwar an, aber er kann damit nichts tun, weil er sagt, hey, dein Herz ist so hart, es ist voller Unvergebenheit. Mein Sohn, ich möchte dich erst heilen, ich möchte dich erst freimachen, bevor ich irgendetwas anderes tun kann. Damit sollte uns schnell klar sein, dass Vergebung keine Option ist für unser geistliches Leben, aber vor allem auch für unser Gebetsleben, sondern das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil in unserer Nachfolge mit Jesus ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das immer wieder für uns selber auch reflektieren und uns da ganz ehrlich die Frage stellen, welche Rolle spielt Vergebung in meinem persönlichen Gebetsleben? Und da stoßen wir dann schnell auf den einen oder anderen Punkt, dass wir merken so, hey, unsere Gebete, sie sind oft so ja nicht darauf zentriert, dass ich diese Vergebung Gottes brauche, sondern sie drehen sich dann eher so darum, dass bei den anderen sich irgendwas verändert oder dass Gott irgendwo anders etwas tut. Und dabei vergessen wir, dass er zuallererst unser Herz heilen möchte und dass er uns erst diese Vergebung schenken möchte.
Als Jesus am Kreuz hing, war einer seiner letzten Sätze, die er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Abgesehen davon, dass es ziemlich krass ist, dass Jesus in einem der schlimmsten Momente seines Lebens an Vergebung denkt, finde ich es ziemlich interessant, dass er nicht sagt, ich vergebe ihnen, sondern er bittet den Vater, ihnen zu vergeben, obwohl er doch selber der Sohn Gottes ist. Und ich habe darüber nachgedacht und habe dann verstanden, dass es hier Jesus genau wieder um diese Verbundenheit mit dem Vater ging. Er wollte da nochmal ganz klar seine Einheit mit dem Vater demonstrieren und nicht sagen, ich tue das jetzt aus mir heraus, sondern ich tue das in Gemeinschaft mit dem Vater. Ich brauche ihn, um den anderen zu vergeben. Es geht also eben nicht um unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Jesus hatte, glaube ich, in diesem Moment wirklich andere Bedürfnisse und Wünsche, als Menschen zu vergeben, die ihm Schlechtes getan haben. Aber es wird eben so klar, das ist der Fokus. Und das sollte auch der Fokus in unserem Gebetsleben sein, damit unser Herz frei wird, damit wir diese Freiheit von ihm empfangen können und sie auch ja, einfach weitergeben können und im Willen des Vaters sind. Und ich möchte die Predigt mit einem Gleichnis schließen, das ihr sicherlich alle kennt, aber das finde ich so gut, ja, dazu passt und uns das nochmal eindrücklich vor Augen führt, dass eben Vergebung für uns keine Option ist, sondern dass es eben ganz zentral für unser persönliches Leben und für unser Gebetsleben ist. Und wir lesen aus Matthäus 18 ab Vers 21. Dann kam Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? 7-mal? Nein, antwortete Jesus, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Deshalb ist es mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle jetzt endlich deine Schuld. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Abendmahl gemeinsam feiern und wo wir das genau ja, praktisch werden lassen, worüber ich jetzt die letzte halbe Stunde gepredigt habe. Ich möchte euch 3 Punkte mitgeben, die ihr jetzt einfach für euch tun dürft. Ihr dürft euch zuerst eine Zeit nehmen, wo ihr Gott Danke sagt, dass ihr ihm dankt für die Gunst und die Gnade in eurem Leben.
Und dann könnt ihr euch kurz Zeit nehmen, euren Tag bzw. das Wochenende, der Tag ist noch nicht so lang, zu reflektieren und euch vom Heiligen Geist Momente und Situationen zeigen lassen, wo ihr an Gott und auch an anderen Menschen schuldig geworden seid. Durch Gedanken, durch Worte oder durch Taten. Und wenn euch der Heilige Geist dann Punkte gezeigt hat, dann bittet Gott um Vergebung. Bekennt diese Schuld und sagt: Gott, bitte vergib mir, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Und dann darfst du die in Vergebung und Gnade Gottes darfst du empfangen und annehmen für dich. Und dann darfst du einen Schritt weitergehen und dir vom Heiligen Geist zeigen lassen, wo du ja gerade jetzt in diesem Moment, wo Groll anderen Menschen gegenüber in deinem Herzen ist und wo es für dich wichtig ist, dich für Vergebung zu entscheiden. Und Vergebung ist nicht etwas, was wir einmal tun, sondern wie es hier Jesus zu Petrus sagt, wir müssen es eigentlich ständig und immer wieder tun. Es kann sein, dass du vielleicht auch einer Person immer und immer wieder vergeben musst, aber es ist dieser Moment der Entscheidung, wo du sagst, ja, ich möchte vergeben und ich möchte ein Stück freier werden, ich möchte ein Stück weit mehr loslassen und in diese Vergebung und Gnade Gottes hineinkommen. Und deswegen nimm dir jetzt kurz Zeit, und lass dir das von Gott zeigen, wo es Menschen gibt, denen du ja vergeben musst, wo Groll in deinem Herzen ist, wo Unvergebenheit, Bitterkeit und Härte in deinem Herzen ist. Und wo Gott dich heute ja dazu auffordert, zu vergeben und einen Schritt der Vergebung zu tun. Und ich glaube, es hat besonders Kraft, wenn du das auch aussprichst. Du kannst es leise ja, vor dich hinflüstern, aber das wirklich auch beim Namen zu nennen, zu sagen, ja, ich möchte dieser Person vergeben, ich möchte loslassen, ich möchte sie freigeben und ich möchte ja einfach in diesen Vergebungsprozess hineingehen. Vater, ich danke dir für deine Gnade und deine Vergebung, die wir jeden Tag neu von dir empfangen dürfen. Ich danke, dass dir so viel daran liegt, dass wir wirklich frei werden, dass wir frei werden von den Dingen, die uns ja festhalten, von den Dingen, die nicht deinem Willen entsprechen, sondern dass du uns hin zu dir verändern möchtest. Und so wollen wir jetzt diese Vergebung von dir für uns empfangen und gleichzeitig auch ja, diese Bereitschaft, anderen zu vergeben, vor dir ausdrücken und sagen, ja, Vater, wir wollen Menschen, die
ja, schuldig an uns geworden sind. Wir wollen ihnen vergeben. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist mit deiner Gegenwart, mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung. Dass wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dass wir das in diesem Bewusstsein tun. Dass wir es in diesem Bewusstsein tun, dass wir zuallererst deine Vergebung und Gnade brauchen. Und dass wir aber auch ja, anderen Menschen vergeben müssen, die an uns schuldig geworden sind, um diese Freiheit von dir zu empfangen. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du uns das größte Vorbild darin warst, was es heißt, zu vergeben. Dass du uns das größte Vorbild darin bist, uns zu zeigen, ja, was diese tiefe Verbundenheit mit dem Vater, was es bedeutet und was es auch für Auswirkungen auf dein Leben hatte, mit welcher Vollmacht du anderen Menschen gedient hast. Und wir wollen das auch empfangen für uns. Wir wollen aus dieser Verbundenheit mit dir ja in deinem Willen laufen, in deiner Vollmacht laufen. Dafür danke ich dir, Jesus.